Vielen Dank. Wir kommen zur nächsten Frage. Die stellt wiederum der Abgeordnete Brandner zum Thema Erfassung des Tatmittels Messer in der polizeilichen Kriminalstatistik. Herr Präsident, ich beantworte die Frage des Kollegen Brandner wie folgt. Die polizeiliche Kriminalstatistik, PKS, ist eine Zusammenstellung aller der Polizei bekannt gewordenen strafrechtlichen Sachverhalte unter Beschränkung auf ihre erfassbaren wesentlichen Inhalte. Sie soll damit im Interesse einer wirksamen Kriminalitätsbekämpfung zu einem überschaubaren und möglichst verzerrungsfreien Bild der angezeigten Kriminalität führen. Gesetzesänderungen sowie polizeiliche oder politische Informationsbedürfnisse führen zu einer Erweiterung der in der PKS erfassten Sachverhalte. Für die hieraus resultierende Umsetzung in der PKS ist ein gewisser zeitlicher Vorlauf erforderlich. Geplante Änderungen müssen zunächst zwischen den INPOL-Teilnehmern des Bundes und aller Bundesländer abgestimmt, ausführlich beschrieben und anschließend in die technischen Erfassungssysteme eingepflegt werden. Statistische Auswertungen für das Tatmittel Messer können daher voraussichtlich frühestens im Jahr 2023 für das Berichtsjahr 2022 erfolgen. Vor dem Hintergrund der zeitlichen Dringlichkeit der Bereitstellung von Erfassungs- und Auswertungsmöglichkeiten zu Messerangriffen wird bereits vor der bundesweiten Einführung eines Tatmittelkatalogs in der PKS eine Übergangslösung geschaffen. Mit der Übergangslösung wird es möglich sein, für das Berichtsjahr 2020 fallbezogen Messerangriffe zu erfassen und auszuwerten. Möchten Sie eine Zusatzfrage stellen? Ja, gerne. Es ist ja schon erstaunlich, sage ich mal, dass wir einen Anstieg der Messerdelikte seit 2016 haben und dass wir alleine 7 Jahre brauchen, um die Statistik dahingehend auszubauen, dass wir überhaupt wissen, wer diese Messerdelikte begangen hat und ob es überhaupt einen Anstieg gab. Also das spricht jetzt meines Erachtens nicht gerade für die Organisation dieser PKS. Meine weitergehende Frage ist, wir hatten ja gerade über das Maßnahmenpaket Hass und Hetze gesprochen. Jetzt hatten wir am vergangenen zweiten Adventswochenende Dutzende von Gewalttaten in Deutschland, davon angeblich um die 40 Messerdelikte. Also das Problem ist auch virulent. Ist da auch ein Maßnahmenpaket der Bundesregierung beabsichtigt, um diese Gewaltdelikte auf deutschen Straßen und Plätzen und Weihnachtsmärkten, insbesondere Messerdelikte, die ja am Wochenende dutzendfach passieren, schnell in den Griff zu bekommen? Herr Präsident, Herr Kollege Brandner, ich beantworte die Nachfrage wie folgt. Es ist sehr wohl so, dass uns dies in außerordentlicher, das Bundesinnenministerium und die Bundesregierung in außerordentlicher Weise besorgt, dass offenbar das Tatmittel Messer deutlich häufiger verwendet wird. Nicht zuletzt am Wochenende, aber auch am vergangenen Wochenende. Und vor dem Hintergrund haben auch wir einen Aspekt in diesem Maßnahmenkatalog mit aufgenommen. Ich kann Ihnen also insoweit eine positive Rückmeldung geben. Und Sie haben auch mit daran gewirkt, nämlich der Deutsche Bundestag hat am vergangenen Freitag die dritte Novelle zur Änderung des Waffengesetzes verabschiedet. Und ein Bestandteil dieser Änderung des Waffengesetzes ist es, dass die Länder jetzt von nun an erweiterte Möglichkeit haben, Messerverbotszonen, Waffenverbotszonen zu erlassen. Es gibt schon heute die Möglichkeit, Messerverbotszonen festzulegen, aber wohlgemerkt nur an Kriminalitätsschwerpunkten. Und in Zukunft werden die Länder in die Lage versetzt, nach eigenem Ermessen die Kommunen zu ermächtigen, Messerverbotszonen in ihren jeweiligen Gemeinde- oder Stadtgebieten zu erlassen, beispielsweise im Umgriff von Turnhallen, von Sporthallen, von Kindergärten, Kitas, aber auch im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs. Ich bin der Auffassung, dass Ihrem Wunsch damit auch in entsprechender Weise Rechnung getragen wird, dass die Sicherheit und auch die Sicherheit vor dem Tatmittel Messer dadurch erhöht wird. Weitere Zusatzfrage? Ja, die zweite nutze ich dann auch noch gerne aus. Im Zusammenhang mit Messerdelikten ist ja meistens, wenn der Täter beschrieben wird, von Männern die Rede. Gibt es jenseits dieser Geschlechtsbeschreibung sag ich mal, Anhaltspunkte dafür, dass Bevölkerungsgruppen beispielsweise überrepräsentiert sind bei Messerattacken? Oder verteilt sich das auf alle Bevölkerungsgruppen in Deutschland gleichmäßig? Herr Kollege Brandner, nachdem das Tatmittel Messer derzeit ja nicht in der polizeilichen Kriminalstatistik erfasst wird, sondern, und das ist nun mal auch diesem umständlichen Mechanismus im Rahmen des Föderalismus geschuldet, erst ab dem Jahr 2022 erfasst wird und dann erstmals bei der Veröffentlichung oder Vorstellung der PKS im April oder im Mai 2023 vorgestellt wird, ist dies zum jetzigen Zeitpunkt beim besten Willen noch nicht möglich. Ob das Tatmittel Messer bei bestimmten Altersgruppen oder bestimmten gesellschaftlichen Gruppierungen
Ausbildungen überdurchschnittlich häufig angewandt wird. Ich verspreche mir persönlich aber schon davon, dass er jetzt ab 01.01.2020 zumindest kursorisch das Tatmittelmesser mit erfasst wird. Eine höhere Aussagekräftigkeit auch und Aussagekraft auch der PKS 2022, die dann eben in 2021 veröffentlicht wird. Aber vollumfängliche und wirklich substanzierte Aussagen, was das Verwenden des Tatmittelmessers in bestimmten Bevölkerungsgruppen anbelangt, werden sich erst im Frühjahr 2023 machen lassen. Gut, immerhin wissen wir, dass es meistens mehr. Sie haben jetzt keine weitere Frage mehr, aber Ihr Kollege Dr. Kraft darf noch mal fragen. Ja, vielen Dank, Herr Präsident. Ich bin ein bisschen verwundert, Herr Staatssekretär, weil Sie auf die erste Zwischenfrage vom Kollegen Brandner ja gesagt haben, dass Sie besorgt sind, ob der Zunahme von Messerdelikten. Auch die Tatsache, dass wir eigentlich letzte Woche eine Verschärfung oder dass wir die Länder ermächtigt haben, sich dahingehend zu verschärfen, was die Messer angeht und die Verbotszonen von Messer angeht, liegt ja nahe, dass es einen verschärften Tatbestand mit Messern gibt. Deswegen die Frage, woher kommt es die Notwendigkeit, dass man diese Gesetze erlassen muss, die den Tatbestand Messer also reduzieren und die es den Behörden ermöglichen. Sie haben ja selber gesagt, dass Sie über die zunehmende Maßnahme oder zunehmende Verbreitung von Messerdelikten besorgt sind. Also woher kommt das denn? Herr Kollege, es gibt sehr wohl natürlich Indizien und Anhaltspunkte dafür, dass das Tatmittel Messer, das habe ich ja schon vorher gesagt, häufiger zur Anwendung kommt. Und wir sind eben der Auffassung, dass die beste Ebene zur Festlegung, ob in bestimmten Zonen, sei es jetzt im Umgriff von Einrichtungen zur Freizeitgestaltung, von Bildungseinrichtungen, aber auch im öffentlichen Personennahverkehr Messerverbotszonen erlassen werden sollen, ist nicht der Bund, sondern sind die Kommunen. Die Kommunen haben aus meiner Sicht die beste Expertise, sind auch die sachnächste Behörde, um festzulegen, ob in ihrem Stadt- oder Gemeindegebiet es angezeigt ist oder probat ist, Messerverbotszonen zu erlassen. Das ist aus meiner Sicht mit Verlaub keine Aufgabe des Bundes. Wir sind da viel zu weit davon entfernt, sondern das ist aus meiner Sicht am besten bei den Kommunen via einer Ermächtigungsgrundlage der Länder angelegt. Und vor dem Hintergrund glaube ich, dass man diesem gestiegenen Interesse von Kommunen, Messerverbotszonen in ihrem Stadtgebiet zu erlassen, auch mit dieser dritten Novelle des Waffengesetzes auch in adäquater Weise Rechnung getragen hat. Geht nicht.